Nein. Wie so ein kleiner Hund, zu dem immer Nein sagen muss. Aus, Waldo, aus, Bodo, Winfried, Herbert, Hundenamen. Chica, ich bin da doch gerade am Spazieren. Ich spaziere hier gerade, okay. Hey, ich spaziere hier. Scheiße. Die Chica ist schon so eine schwere Gegnerin, ne? Das ist so ernst zu nehmen, die Geschichte. Das kann ich mal glauben, mein Freund. Hey! Kinders! Willkommen zurück zu The Joy of Creation Reborn. Wir haben noch Chica und Foxy vor uns. Ich habe jetzt mal Chica ausgewählt und starte einfach mal diese gesamte Chance. Chica ist ziemlich schwer. Ich habe es ja schon mal kurz im Stream getestet. Ich sage mal voraus, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Und oh Gott. Wir hoffen einfach mal auf das Beste. Da hinten ist schon die zweite Rohrpost. Nee, halt. Halt mal. Oh Gott, Chica, fick mich jetzt nicht direkt am Anfang durch. Nein! Ich hänge hier an diesen blöden Bäumen rum. Sie kann mich gar nicht kriegen. Doch, doch kann sie, nein, nein, nein. Man kann nicht um die Ecken rennen, man kann nicht einfach davon rennen. Da ist eine Zeichnung. Ha! Bist du jung? Ich hab dich im Blick, oder was? Ich glaube, da hinten ist die nächste Zeichnung. Da, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir werden es daraus nicht im ersten Anlauf schaffen. Nee, gut, 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 ich hab's. Chica, da ist ein Stein, pass auf, fall nicht hin. Ich glaube, ich hab's im Griff. Achtung. Ha, gut, 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 gut. Nur noch sechs. Wir haben noch voll lange Zeit. Und Chica hat uns wohl, glaube ich, komplett verloren. Das heißt, wir haben hier, oh, ein Problem. Hier ist ein Zaun. Das ist schon mal eklig jetzt mit dem Zaun. Denn ich weiß nicht, wie wir hier... Also hier kann man sich ja nicht mal einen Weg merken. Chica, nein. Nein, pfui. Wenn die einen einmal gelockt hat, ist man hin. Ich sage jetzt immer noch, dass es eine Frau ist. Ne? Ich sage einfach mal, dass es eine Frau. Diese Runden dauern halt auch viel, viel länger. Was das Level auch so ein bisschen unerträglich macht für dich. Weil bei den anderen war es so, dass 60 Sekunden hat es gedauert. Und dann warst du entweder der Sieger. Oder du hast eben 80 bis 90 Fäuste in deinem Anus gehabt. Und ja, ich vermisse hier die Fäuste nicht wirklich. Aber ich vermisse den Sieg. Wir brauchen noch 5. Und wir haben nur noch 114 Sekunden. Zeit. Irgendwie ist es wenig. Bei dieser riesigen Map, gut, da hinten ist das nächste. Chica ist anscheinend komplett weg, was mich freut. Denn ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich mag sie nicht, okay? Ich mag sie nicht. Ist immer so gemein. Da ist ein Bild. Chica, geh weg. Ich hab Bilder am Start. Alter. Ich bin so enorm gut in dem Spiel, ne? Das ist nicht mehr normal. Ich kann Chica gar nicht mehr sehen. Ich glaube, weil ich hier durchgehend am Pacen bin, kann sie einfach... Das versteht sie gar nicht, warum ich so gut bin auf einmal. Würde ich aber auch nicht verstehen können. Wenn jemand so enorm ist, also von jetzt auf nachher, so krass wie ich, dann... Ne, es geht auf KQ-Haut, weißt du? Tja. Ja. Oh Gott. Die Dinger können einfach also weg von mir hinter dem Baum sein? Nee. Es sieht nicht so aus, als würde ich das hier noch... Chica, nein, ich bin hier am Arbeiten. Geh weg. Du wirst mich doch jetzt nicht. Das ist aber aggressive, ne? Halt dein Maul. Ich bin tot. Jawohl, das nächste direkt in Sicht. Ich finde es halt ultra krass, dass da manche einfach ganz, ganz hinten am Zaun dran sind. Finde ich grob wisch. Grob fahrlässig. 7, wir haben noch 256 Sekunden Zeit. Gut, 7. Ah, nein! Oh! Chica! Das hat mich gerade richtig innerlich so ein bisschen zerrüttet, ne? Da ist das Ding an der Wand. Sehr gut. Ist es doch immer das gleiche hier? Ich hab doch so ein bisschen die Peilung. Ich hab's einfach. Ist das die Lampe mit dem... Ja, die Lampe mit dem Bild dran. Sehr gut. Muss ich jetzt auf dem Weg weiterlaufen? Nee. Scheint nicht so gut zu sein, die Wahl über den Weg zu laufen. Ja, und da haben wir schon... Tja, Chica, ich finde die ganzen Bilder so nett. Chica, die eigentlich gemalt, die Bilder? Also selbst? Oder waren das Kinder? Ey, super. Chica, ich hab's. Hat's erledigt. Nein, geh weg. Geh weg. Es haben eben nur noch 3 Stück gefehlt. Du verarschst mich doch wirklich hart. Kannst du dich nicht vielleicht... Es wäre so edel, wenn sie sich aufhängen würde. Weißt du, einfach an einem Zaun... Das war jetzt echt saublöd. Ich konnte das Ding nicht aufheben. Das Papier da. Das Stück Papier. Also... Chica. Chica. Geh einfach weg. Ich sehe dich. Chica, chica, chica. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich habe es... Ich glaube... Ja, hervorragend. Alter Chica, geh mal weg oder was, okay? Ich rate es dir im Guten. Geh weg von mir. Ich bin ein Dönertier. Stay away, Chica. Stay away and don't hit me, okay? Ich glaube, die kann nur Englisch sprechen, das Chica-Ding da. Ja. Hab da nicht mit gerechnet, dass ich so tight bin. Vielleicht könnt ihr mir jetzt auch mal an der Stelle sagen, ob Chica überhaupt weiblich ist. Ich laber hier einen Down von der See und dabei hat sie vielleicht riesen Klöten. Wer weiß. Scheiße, ich hab mich verlaufen. Ja, ich hab mich verlaufen. Chica, ich bin da doch gerade am Spazieren. Ich spaziere hier gerade, okay? Hey, ich spaziere hier. Scheiße, ich bin gleich so tot. Okay, Chica. Hat sich erledigt. 3 Stück noch. Da vorne ist eins dran. Oh mein Gott, noch 2. 60 Sekunden und noch 2 Teile. Chica, wenn du mich jetzt zwickst, raste ich echt aus. Nein! Alter Chica, mir fehlen noch 2. Ich hab noch 50 Sekunden. Geh weg, blöde Kuh. Gehst du weg? Das gibt's doch gar nicht. Mir fehlen nur noch 2 und ich hab noch 26 Sekunden Zeit. Chica, komm, helf mir irgendwie. Mach doch mal was. Heb mal was für mich auf. Ach komm, das ist doch schon wieder... Also das ist doch auf jeden Fall Schiebung. Ah, Objective failed. Ich raste, Kinder. Ich raste. Chica, hol mich. Bitte, töte mich. Chica, ich möchte, dass du mich in meinen Grundfesten erschütterst. Wo bist du? Jetzt hat's noch nicht mal den Anstand, mir ein schnelles und edles Ende zu bringen. Guck mal, ich werde jetzt hier schön gucken an die Wand. Chica. 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 Chica.
Komm her! Die Chica ist schon so eine schwere Gegnerin, ne? Das ist so ernst zu nehmen, die Geschichte. Das kann ich mal glauben, mein Freund. Nein, Chica, geh doch jetzt erstmal spielen. Hast du nicht irgendwelche Kinder zu erschrecken in so einem Laden, wo es Pizza gibt? Hallo? Ich kann Chica auf jeden Fall verstehen, ne? Ich habe einen ziemlich knackigen Hintern. Und da will jeder gerne reinbeißen, aber tut halt weh. Wenn so ein Chicknei beißt, wirklich so ein großes. Aua, aua. Nein. Wie so ein kleiner Hund, zu dem immer Nein sagen muss. Aus, Waldo, aus, Bodo, Winfried, Herbert, Hundenamen. Was sind denn für euch typische Hundenamen? Für mich sind es so Waldi, Hasso, Gretchen oder so, keine Ahnung. Doch, ich hab eine Ahnung. Und genau die ich eben kundgetan habe, das ist meine Meinung dazu, meine Ahnung. Kennt ihr typische Hundenamen? Könnt ihr die hier in die Kommentare reinschreiben oder habt ihr zu sehr Angst vor Chica? Please don't kill me, Chica, I have kids, okay? Und übrigens, falls euch diese Folge etwas entertained, falls ich mich als Ententrainer sehen darf in Zukunft, ja, falls ich das auf meine Bewerbung schreiben darf, ja, guter Ententrainer, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, ne? Ganz klar. Ich weiß, die Horrorvideos sind für einige von meinen normalen Zuschauern nichts, deswegen werden die auch eher mehr schlecht als recht geguckt, aber sie werden geschaut und es würde mich doch interessieren, dass es hauptsächlich Leute sind, die eben gar keinen YouTube-Kanal haben, weil ich weiß, dass extrem viele Leute, also ein Großteil, 60-70% meiner Views kommen von auch von Nicht-Abonnenten. Ja, das würde mich doch mal interessieren, wer da denn jetzt gerade zuschaut und wie ihr so aktiv... Halt deinen verschimmelten Mund, Chica. Und ess nicht so viel Kacke. Chica! Hör auf! Noch 3 Stück! Oh Gott, manchmal denke ich, die Steine sind irgendwie so kleine Monster oder sowas. Fuck! Gut. Chica! Hier waren wir vorhin. Der Start. Ich bin vorhin links gegangen, also gehe ich jetzt rechts. Ich brauche nur kurz ein bisschen seelische Unterstützung, Chica, okay? Nett von dir, aber... Lass gut sein. Ist halt die Frage, in welche Richtung bin ich eben im Kreis gelaufen? In gar keine? Mal wieder keine Chance, hier irgendwie... Oh Gott! Ich fang gleich an zu heulen. So klang das eben. Nein, da passe ich nicht durch. Chica, ich bin dafür zu fett. Ich bin für deine Spielchen einfach nicht gemacht, Chica. Ich bin zu dick. Bäume sind zu eng für meine fetten Schwabbelbacken. Das geht halt einfach nicht. Ich bin nicht mehr der junge Knacker, den ich... Der junge Knacker? Ich bin nicht mehr der junge, knackige Mensch, der ich damals einst war. Ich bin jetzt ein alter, dicker Mann, der nicht zwischen zwei Bäumen durchgehen kann, weil seine riesigen Klöten hängen bleiben. Jawohl, was haben wir denn hier? Chica, du fasst mich jetzt nicht ganz dreist von hinten an. Hör dich doch. Ich bin nicht taub, weißt du? Nur weil du mich immer anschreist, heißt das nicht, dass ich irgendwann taub werde. Super, geil, Mann. Chica, du kannst mich direkt wieder zerfisten. Ich warte drauf. Guck's dir an, hier war so ein verschissenes Bild. Obwohl man es weiß, man erschrickt so widerlich, wenn es von hinten kommt. Ich habe die Orientierung mal wieder verloren. Und es kann eigentlich nur noch ein Wunder helfen. Leute, heute war ich übrigens auf diesem Streetfood-Festival in Landau. Ich habe so ein paar Twitter-Pics gemacht, falls ihr... Nein, da ist ein Bild. Scheiße. Ich habe auf Twitter ein paar Bilder gemacht, falls ihr die sehen wollt. Es war richtig, richtig delicious. Ja. Oh Gott, wer steht denn da? Winifred? Der Bär steht da. Krass. Ich kenne die ganzen Namen nicht von denen, aber da stand der Bär. Ich habe ihn erkannt. Das ist so ein ganz blöder Mann, der Bär. Ganz blöder Mann. Chica, du bist noch ein bisschen blöder als der Bär, ne? Komm, ich bin doch aber auch nicht ganz bei Trost hier, oder? Ich renne hier rum durch diesen verschissenen dunklen Wald und kann nichts finden. Andere haben das doch vor mir auch schon bestanden hier, dieses Level. Nein! Ich wollte mich gerade am Ohr kratzen. Chica, Mann. Mich juckt so richtig am Trommelfell, Mann. Habe ich Käfer im Ohr oder was? 14 Sekunden, 4 Stück. Das ist doch wieder unmöglich, oder? Ach, da ist sogar was. Lügt mich doch nicht so räudig an, Chica. So, Leute, letzter Versuch. Jawohl, und damit das nächste. Okay, noch 5. Gut, mein Plan funktioniert wohl nicht so, wie ich es erhofft habe. Im Wald kann uns Chica zumindest nicht so gut nachrennen. Hey. Ich spreche gerade davon, dann kommt es angerannt. Es tut mir leid, aber das ist, glaube ich, dieses Level hier. Ich glaube, das bricht mich hier. Also nicht, weil ich Angst hätte oder sowas, aber es ist einfach total bescheuert, hier ewig lang rumzulaufen. Es macht keinen Spaß. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, in der Dunkelheit und sowas. Ja, es ist ganz schön gay. Aber wisst ihr, was noch gay ist?